Enjoy his channel. Y'all hit and subscribe to him. Also, go check out Hey Da Vinci on YouTube. I do wrestling gameplay. Hallo und herzlich willkommen hier aus Los Angeles. Mein Name ist Stefan und im Normalfall gibt es immer Fußball-Content hier bei den Pottbolzern. Jetzt mal was ganz anderes, denn wir sind bei WrestleMania, stehen jetzt zwar gerade noch vor der Crypto.com Arena, wollen jetzt zunächst einmal NXT uns anschauen und danach geht es dann rüber ins große SoFi Stadium. Das heißt, es gibt einen neuen Stadion-Vlog. Seid gespannt. Zunächst einmal die Impressionen der letzten Tage und bitte beachtet, es gibt hier riesen Sicherheitsbestimmungen. Das heißt, leider kein fettes Mikro am Start. Ich hoffe, die Impressionen sind trotzdem geeignet dafür. Und ihr kennt das Spielchen. Hinterlasst einfach mal ein Like, einen Kommentar. Ich hoffe, euch gefällt's. Und dann nehme ich euch jetzt mit. Das waren die letzten Tage. Wir sind jetzt hier in der Arena angekommen. Wir waren gestern ja schon hier bei SmackDown. Das konntet ihr gerade auch schon mal sehen. Dazu hatte ich auch ein paar Videos. Und jetzt sind wir bei Stand and Deliver. Und dann nehme ich euch direkt mal mit rein, zeige euch das Ganze. Der erste Blick, die erste View. Ich weiß schon, wo wir sitzen, aber für euch. Und zwar sieht das Ganze so aus. Richtig, richtig fett hier. Und da sind unsere Plätze. Einmal so. Richtig guten Blick aufs Wesentliche. This is what I need. I need for everyone to get out your seats. I need for everyone to get on your feet. Everyone stand. Finalmeter jetzt hier aus der Halle heraus.
vom NXT-Event. Krasser Main-Event jetzt gerade nochmal zum Schluss. Hayes gewinnt den Titel von Breaker. Ansonsten viele, viele geile Momente. Johnny Gargano mit Grayson Waller mit fetten Matches. Das Five-Way-Match der Herren war sowieso grandios. Frauen-Ladder-Match zum Einstieg. Ich hätte fast schon gesagt, Fußballherz, was willst du mehr? In dem Fall Wrestling-Fan, was willst du mehr? Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz. Oh, ich sehe gerade, wir sind auf der falschen Seite rausgekommen. Das ist nicht gut. Denn eigentlich wollten wir nochmal kurz zum Superstore für mich. Und dann geht es nämlich schon weiter zum SoFi Stadium. Haben jetzt gerade schon Nachrichten bekommen von bekannten Kollegen, dass wir uns dort nochmal vom Stadion treffen. Und dann freuen wir uns natürlich auf John Cena, auf die ganzen großen bekannten Namen. Und das wird nochmal eine richtig fette Klamotte. Busfahrt endlich am Stadion angekommen. Und was soll ich sagen? Ich sehe das, was ihr nicht seht. Ich drehe es gleich mal um, um es schon mal vorwegzunehmen. Aber wir sind jetzt hier am SoFi Stadium angekommen. Das Ganze passt bei Footballspielen ca. 70.000 Zuschauer. Und ist erweiterbar auf 100.000. Ich bin mal gespannt, welchen Rekord die WWE dies Jahr aufstellen wird. Denn dafür sind sie bekannt, dass sie da immer ein bisschen fudeln, sagen wir mal so. Und ja, es wird einfach richtig geil. Und zwar erwartet uns nämlich Folgendes. Einfach mal ein erster Blick hier. So sieht das Ganze aus. Also offen gehalten von außen auch. Beziehungsweise dort kann man schon die Tribünen erahnen und sehen. Streckt sich dann mit diesem modernen Dach dieser Konstruktion hier herüber. Und damit ihr mal seht, was ich meine. Also hier gefühlt so eine Regattabahn mit einem Stadion, was sie im Hintergrund noch bauen. Da Büro. Oder ja, neuen Wohnkomplex hingeknallt. Jetzt sind wir reingekommen, also durch die Sicherheitskontrolle und war absolut gar kein Problem. Ging relativ easy auch und jetzt gibt es den ersten Blick. Das wird ja also sein, der erste Blick. Ich sehe es ja schon und jetzt schnallt euch an. Ich kann euch nur sagen, das ist das Fetteste, was ich jemals gesehen habe, bis jetzt. Ist das nicht ein Wahnsinnsding? Mit einer Entrance Stage. Meine Fresse, haben die sich da wieder was einfallen lassen. Und dann sieht das Ganze so aus. Meine Güte. Wahnsinn. Die Amerikaner. Hier gibt es einfach so unglaublich viel zu sehen. Also, das ist gerade der Expertenpanel. Die haben gerade ins Stadion geschaltet. Die Leute sehen sie also gerade. Und auf der anderen Seite, nach draußen, sieht das Ganze so aus. Also, es ist ein Traum. Was sie hier hingezimmert haben, unglaublich. Wir werden jetzt noch mal ein Stück weiter gehen und gucken, was es hier sonst noch so gibt. Also könnt ihr euch ja vorstellen, Merchandise ohne Ende, Getränke, Essen, wie es überfrachtet, ist es einfach unglaublich. Kann man sich mal eben hier einen Gürtel holen für schlanke, was kosten die Teile? Nehmt euch da mal mit rein. $400, 125 und 750, das gute Stück da in der Mitte. Unglaublich, ehrlich. Hey, what's going on? I'm going to stay now with Da Vinci, Da Vinci. Or Hey Da Vinci. If y'all got YouTube, Hey Da Vinci on YouTube. So, one question. Yeah. For my YouTube channel. Yeah, cool. Channel. What is your favorite wrestling moment in this year? Favorite moment in this year? Yeah. Oh, that's a good one. Like when Cena came back in Tampa. He came back to Tampa and fought on SmackDown. Yeah. It was him and him and Kevin Owens versus the Bloodline. Loved it. Yeah. Loved it. And your favorite match today? My favorite match today? Yeah. Oh, on the card, Cena. I gotta go with my dog. Look, got the Cena belt. I gotta go with Cena versus Theory. That's my favorite match on the card today. On the card. We just came from Stand and Deliver. They put on a good show. So, very excited. Yeah. Perfect, man. And this is your moment to say for my audience. Oh, hey. Enjoy his channel. Y'all hit and subscribe to him. Also, go check out Hey Da Vinci on YouTube. I do wrestling gameplay. Perfect, man. Right, thank you very much. Thank you. Fucking John!
Hauser nach Dayton. Der Typ auch noch rein, ey! Willkommen zurück zu Teil 2 aus unserem Los Angeles Aufenthalt. WrestleMania Part 2 heute auf dem Programm mit dem Hauptkampf Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Und wir sind jetzt gerade noch hier in Long Beach und schauen uns den Strand mal ein bisschen an. Werden wir euch mal mitnehmen auf die Sachen, die es jetzt hier zu sehen gibt. Und dann freuen wir uns, wenn es dann nachher weitergeht zum Wrestling, zum richtigen harten Kampf. Freuen wir uns drauf. Bis später. I'm staying here with Tony Heredia. Tony Heredia from? From LA, right here, Latino Heat, LWO for life, and we're cashing in tonight. You're cashing in? Oh, we're cashing in. It's WrestleMania, isn't it? Welcome to we're in the City of Stars. Oh yeah, we're cashing in tonight. Be ready. Welcome to WrestleMania. Prostata! Erste Bier im Stadion! So weit sind wir schon, da war gar nicht mehr Fragen, was kostet das? Ist doch egal, gib mal zwei Bier! Der übliche Preis. Der übliche Preis. The way of life? Nee, the American way of life, sorry. Der übliche Preis, the American way of life. Also, auch heute nochmal traditionell der Blick ins Innere und ja, sieht genauso aus wie gestern, genauso scheiße geil. So, was für eine Tribüne. Die Haupttribüne würde man beim Fußball sagen. Der Innenraum, da hinten kommen die Leute dann dementsprechend rein über die Rampe. Diesmal mit Hymne da. Haben die immer fertig aufgebaut. Sir!
Lucha Mania! Fetter Handshake, der schon immer funktioniert hat im Wrestling. Deine Ehefrau würde jetzt gerade catchen mit 42 und würde Kicks verteilen vor 70.000. Wäre das nicht geil? Stell dir die Frage noch mal selber. Würdest du das geil finden? Ach, kommt drauf an, bei wem die Kicks verteilen. Let's go! Elena.
Liken, teilen, kommentieren. Ciao!